Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge in meinem Super Shop, in meinem Einkaufsshop, in meinem Lebensmittelshop. Ja, ich habe mich mal als Innenarchitekt mal ein bisschen ausgetobt, aber ich muss sagen, so ganz gefällt mir das noch nicht hier. Man sieht auch noch, dass das Meshbild von dem alten Fußboden noch durchschimmert. Das muss ich nochmal versuchen zu ändern. Auf jeden Fall finde ich die Wandtäfelung. Ja, da muss ich mal versuchen, ob ich da noch ein bisschen mit Schatten arbeiten kann. Ne, das soll ja so aussehen, als wenn das Bretter sind und das dahinter ein bisschen Luft. Da muss ich wahrscheinlich ein bisschen mit hell-dunkel noch ein bisschen arbeiten. Ansonsten, wenn man jetzt so hier so im Laden steht, sieht das schon mal gar nicht mal so gut aus. Nein, Quatsch, gar nicht mal so schlecht aus. Fußboden finde ich auch. Ich meine, dass hier die Fliesen einmal so ein bisschen schmal sind. Na gut, das muss ich wahrscheinlich noch ein bisschen verschieben. Was ich auch ein bisschen blöde finde, ist hier drinnen haut das nicht ganz hin. Ne, da oben habt ihr. Den Rand habt ihr hier ja auch. Da oben ganz klein. Hier. Hier passt das nicht ganz so. Und hier an der Tür, komischerweise, hat er das gar nicht gemacht. Eigentlich hätte er hier hinten gar nichts machen müssen, unbedingt. Hätte ich jetzt nicht unbedingt gewollt. Aber wahrscheinlich gehört das alles damit zu. Keine Ahnung. Warum er hier hinten. Obwohl das ja eigentlich alles genauso hoch ist, nehme ich mal an, wie das hier. Ja, kann sein, dass es hier ein bisschen höher ist. Und da fehlt zum Beispiel die Täfelung. Da ist sie nämlich hier, komischerweise. Ach so, warte mal. Wir sind ja jetzt. Ja, genau. Das ist ja die gleiche Höhe wie das hier, von hier bis hier. Ja, hier an den Türen haut das auch nicht hin. Aber ich denke mir mal, hier draußen, hier im Lager schiete ich angeblich drauf. Hier drin sieht es geil aus, finde ich jedenfalls. Mir gefällt's. Vielleicht mache ich das doch alles weg. Vielleicht mache ich das auch wieder einfarbig. Das Blöde ist bloß, dass das wahrscheinlich dann immer noch nicht funktionieren wird. Naja, egal. Gudi, ich würde sagen, ich glaube, wir haben das Nötigste. Aber muss ich mal gucken, habe ich noch eine Rechnung zu zahlen? Ja, habe ich. Lizenz 12.500. Gott, hat sich erledigt. Hat sich erledigt. Ja, dann würde ich sagen, machen wir den Laden auf. Zack. Also ich habe jetzt auch nur mal ganz fix mir ein paar Bildchen aus dem Internet gezogen. Jetzt für dieses hier. Und muss man, ich sag mal jetzt auf gut Deutsch gesagt, mal ganz schnell mal so hingekopiert und so. Wie gesagt, vielleicht mache ich dann auch alles komplett wieder weg. Ich muss mal sehen. Wie gesagt, also das mit dem Fußboden finde ich schon mal auf jeden Fall schöner mit den Fliesen als diesen Holzfußboden. Ich muss bloß mal gucken, ob ich denn diese Mesh-Datei irgendwo finde. Um das Geschimmer so ein bisschen von den Fugen zu simulieren. Fällt gerade ein, jetzt habe ich so viel rumgesponnen mit den Bildern, dass ich immer noch vergessen habe, den Mod wieder rauszunehmen. Also zumindest die Datei umschreiben. Das ist ja bloß eine Datei, die man umschreiben muss. So, komm, einmal hier noch und da hinten haben wir genügend. 1300 Dollar. Ui. Also ich muss sagen, wenn ich von hier gucke, sieht der Laden richtig geil aus. Sage ich euch so, wie das ist. Ich glaube, dann ist mir das eigentlich da drinnen völlig egal. Guck mal, wenn man hier so guckt. Ja, doch, hier sieht man jetzt so ein bisschen die Streifen noch, die alten. Und wie gesagt, dieser eine dünne Streifen da. Naja, das kriege ich auch noch hin irgendwie. Auf jeden Fall sieht das schon mal richtig schön modern. Was ich ja noch gerne machen möchte, ist, ja, vielleicht kommt ja das mit dem Anpassen. Ja, was wo der Stand kommt bald. So, 50, 52 und 3 Cent. Wären Sie und bald wieder, junger Mann. Oder ist er schon da? Nee, ne? Nee, ne, kommt bald. Klein und.
Klein, Moment bitte. Hallo, der Herr. Ein Lager muss ja nicht unbedingt. Da hätte ich auch zum Beispiel ganz gerne bloß Betonwände irgendwie so. Ich sag mal so, wie die Plattenbauten ohne Tapeten aussehen. Also reiner Beton, wo ein bisschen ein paar Löcherchen so drin sind, also wo der Beton so Luftlöcher gelassen hat und so. Ne, das würde ich mir in dem Lager cool vorstellen. So, 66 Cent. Bitte sehr, der Herr. Oder hier oben drüber so ein paar Werbeschilder. Das würde auch geil aussehen. Ich glaube, das ist gar nicht so gut mit dem Bierfässern. Da kann man gar nicht sehen, ob da hinten einer klaut. Der war gut. 60, 67. Ich bedanke mich, junge Dame. Entschuldigen Sie bitte. Sie haben Ihre Tüte vergessen irgendwo, junger Mann. Wo hat denn der seine Tüte gelassen? Der klaut! Der steckt sich alles in die Hosentaschen, der Typ. Kann doch wohl nicht wahr sein. Ja, klauen hier auf welche? Nee, wa? Ja, den muss ich ganz genau im Auge behalten. Der soll bestimmt ablenken hier, sein Zwillingsbruder. Das wäre ja noch was. Wenn man da noch hinterherlaufen müsste. Weil einer klaut. War das jetzt der eben? Nee, ne? Nee, da läuft er. Nee, der hat eine Tüte dran. Da ist er. Junge, Junge, Junge. Der kauft aber ein, wa? Ah, er stellt sich an. $69,21. Ah, dein Glück. Moment mal, der hat doch Klopapier. Der hat Klopapier geklaut, der Sack. Hä, der war doch hier. George hat Licht. Danke. Das ist jetzt $10,295 haben wir schon wieder. Junge, hübsche Frau, Sie hätten auch zu mir kommen können. Ich habe nicht in Ordnung. Der will auch nicht zu mir sagen, was ist denn hier los? Hallo, der Herr. Einmal mit Karte 53,84. Einmal mit Karte 20,91. Ja, doch, das mit den Wänden sieht geil aus. Wie gesagt, dass das da hinten so ein bisschen blöde aussieht. Naja, ist leider nichts zu ändern. Aber ich glaube, die Decke könnte ruhig ein bisschen heller sein, ne? Ja, Moment mal, jetzt sieht die Decke ja schon wieder ganz anders aus, ne? Eben gerade war die Decke weiß, jetzt sieht sie so gräulich wieder aus. Aha, im Licht sieht sie sogar noch wieder anders aus. $9,70. Danke sehr. Oha, jetzt wird das grüne Klopapier aber wieder gekauft, wie verrückt. Hallo, der Herr.
Und einmal das leckere Bierchen. Für 159,79 $. Dankeschön. So, ich werde dir mal den Jungs ein bisschen helfen. Die ackern sich ja schon wieder die Zunge aus dem Hals. Kleinen Moment bitte, junge Frau. Hallöchen. Oh, Party. 2,73 $. Danke sehr. So, einmal Klopapier hole ich noch. Kleinen Moment bitte. Den habe ich doch schon anwatscheln sehen hier, den jungen Mann. So, kommen Sie mal her hier. 121 $. Saufen, aber nicht mal passend Geld mit haben. Na, sowas habe ich gerne. So, jetzt habe ich zwar die Kohle. Aber ich habe das Geld nicht mehr zum Kaufen der Ware. Verwaltung, Lizenz, ne? Kaufen könnte ich sie mir jetzt. Aber nee, ich glaube, ich warte lieber noch einen Tag. Dann zeige ich euch das in der nächsten Folge erst. So, 2 Cent. Ne, weil jetzt habe ich... Dann habe ich gerade mal... Na guck mal, die Rechnung muss ich auch noch bezahlen. Okay, wir rechnen mal ab. 73 und... Hier. Was? Habe ich wieder so viel gekauft? Oh Mensch, schmeiß mich doch nicht immer raus aus meinem eigenen Laden. Was soll denn das? So, Rechnung. Ne, guck mal, kaufen könnte ich sie mir gerade so, aber dann habe ich ja bloß noch $400 auf der Cash. Auf der Cash? Auf der Tash oder auf der Kasse. In der Kasse. So. So, das notdürftigste. Schnell kaufen. Ich glaube, ich muss hier von dem Reis, also von den 4 Sachen, warte mal, das sind kleine Packen, ne? Ja, das sind kleine Packen, das jetzt nicht unbedingt, aber von dem und von dem, glaube ich, müsste ich mir mehr Platz schaffen. Und von Mehl, glaube ich auch, das ist mir einfach immer zu wenig. Ich meine, ich komme zwar den Tag über damit durch, ne, aber könnte mehr sein. Brot ist ausreichend. Na komm, einmal Eis. Dann machen wir zweimal Zucker. Zweimal Zucker. Einmal Zucker. So, Klopapier. 1, 2, 3, 4. Kartoffeln sind wir noch ausreichend. So, wir kaufen erstmal ein und dann machen wir den Laden erstmal schon mal off. $1000 schon wieder einkaufen. Du. So, mal auf das Ding. So, hier hatten wir alles durchgeguckt. Das müssen wir hier fix. Ach, scheiße. Ach doch, geht. Supi. Einmal da. Zweimal da. Einmal hier mit dem Zusammenpacken. Das finde ich richtig geil. So. 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 Mal sehen, ob die Jungs wieder irgendwo was eingelagert haben. Ja, guck mal, einmal Wein können wir. Einmal diesen Wodka. Habe ich nicht aufgepasst. Ne, da kann ich auch. Bier haben wir ausreichend. Oh, hier. Davon zweimal. Einmal Chips. Einmal Chips. Oh, hier. Okay, passt nicht. Einmal hier. Einmal die Bommies. Gut, dann haben wir alles. $1500. $1500. Der Fußboden, ne, der gefällt mir auch richtig. Muss ich mir überlegen, das Eis war hier. Okay, da sind wir wahrscheinlich voll.
Nee. Ja, wo, welches war denn das jetzt? Oder dieses hier? Nee. So, bringen wir mal das Eisstein hoch. Bevor das hier schmilzt, weil hier oben steht es ja kühler. Da ist das Eis, deswegen. Ich habe wieder viel zu viel Eis gekauft. Oh. Und die Milch. Das Regal ist auch voll. Können wir die hier noch reinkloppen, die Milch? Hm. Ja, eine Packung. Nee, halt, die Milch war hier. Ach, dann habe ich wieder die... Nein, die Milch war natürlich hier. Habe ich natürlich wieder die Milch gekauft. Wo sie gerade im Wegräumen waren. Ich komme, junge Frau. Okay, Entschuldigung, junger Mann. So, das macht einmal $179,82. Ich bitte öfter um solche Einkäufe. $8,50, $60, $63. Dreimal Honig. Für $39,36. Wer kauft denn so einen teuren Honig? Junge, 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 das sind Preise. Ne, wenn man jetzt so guckt hier auf den Fußboden, ne, ein bisschen sieht man das. Guck mal an hier die Decke, ne? Jetzt sieht die Decke so weiß aus und nachher mit dem Licht an. Hm, aber die Wischtechnik sieht man trotzdem noch. Oder die Putztechnik, sag ich mal. Naja, ist ja Wischtechnik. Heute haben sie einen Beutel mit, wa, junger Mann? Nehmt da mal hier, ohne Beutel. Ja, kommen Sie zu mir, junge Frau. Yeah. So, was haben sie denn gekauft überhaupt? Schinken. Grünen Schinken. Schinken ist ja auch was Schönes. Was rede ich denn für einen Quatsch? Mit Schinken ist was Schönes. Oh ne, wenn ich immer so rede, dann muss ich an eine Person denken, die das oder so ganz komisch spricht. Oh ne, da kriege ich Plack, wenn ich das höre. Nichts gegen seine, nichts gegen überhaupt eine Sprachweise von irgendwelchen Leuten, aber... Na, man sieht ganz genau, wo ich zusammengefügt habe, die Bilder, ne? Na, jetzt sieht man es nicht so, aber eben gerade habe ich es gesehen. Ja, hier. Da, der ist schmaler. Oh, Entschuldigung, junge Frau. Ich gucke hier meine Wände an, weißt du, und dann steht die Kundin hier und wartet. Das kann doch wohl nicht wahr sein. So, 165,22. Danke sehr. Oha, Omi. Naja, das kriegen sie nach Hause, die zwei fetten Fässer. Ja, die haben Muggis, ne? Die sind stark. So, dankeschön. Ach, guck mal, sie geht schon ein bisschen, als wenn das alles ein bisschen schwer ist. Hm, der wird ein bisschen dunkler. Von der Seite sah ja aus wie ein Zyklop eben. Junger Mann, warum geht sie nicht hier rum? Das ist doch viel kürzer. Das gibt's nicht. George, das Licht! George! Danke. So, mal sehen, ob es jetzt kurz vor 21 Uhr nochmal richtig scheppert in der Kasse. Level 58. Wo müssen wir hin? War das 70? Nee. Bis zur nächsten Lizenz? Doch, 70. Einmal kann ich ja noch. Hat hier gerade jemand gelegen hinter mir? Die junge Dame da eben. So, $34,61. Danke sehr, der Herr. Die Mutti wieder mit ihrem Leder-Top. Und wohl Games von mir bezahlen. Danke sehr. 210,75. Oh, 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 oh. Muss ich bezahlen? 198, auch fast so viel. So, 50, 86. Danke sehr, beenden wir uns bald wieder.
So, das macht. Was mache ich denn hier wieder für einen Quatsch? 23,50 Dollar, 75, 79. Ich bedanke mich. Die Amis sind mit ihrem Viertel Dollar, ne? 5, 6, 7, 8, 9, 50, 71, 76. So, das macht 43 Cent zurück. Danke sehr, junger Mann. 28,07 Dollar. Das kann nicht wahr sein. Junger Mann. Dafür kriegen sie jetzt auch bloß Kleingeld zurück. Dass ihnen die Hose runterrutschen bei dem ganzen Kleingeld in der Tasche. Oh Gott, bin ich wieder gemein. 99 Cent. Danke sehr, beeindruckt mal wieder. Drei Fässer schleppt die Mutti jetzt nach Hause. Danke sehr. Aber es ist trotzdem schon bemerkenswert, ne, dass die Reispackungen fast genauso groß sind wie die Cola-Flaschen, ne, sie hier eben. Wenn man das so nebeneinander stehen sieht. Junge, Junge, Junge. 41,84 Dollar. Ich bedanke mich. 17.000 haben wir. Ich glaube, ich kaufe jetzt die Erweiterung, wenn dieser nette Herr da endlich diesen Laden verlässt. Endlich, das hört sich an, ne? So, können wir den Aldehol hier noch verstecken? Verstecken, sag ich schon. Nein, hier war das. Na bitte, geht doch. Die Kartoffeln sind hier ein bisschen im Dunkeln, ne? Ah ne, das muss ich unbedingt machen mit dem Fußboden. Das sieht ja scheußlich aus. Ne? Das mit dem dünnen Rand hier ist jetzt gar nicht mal so schlimm. Ne? Aber diese Schattenbildung hier, die muss unbedingt weg. Die muss unbedingt weg. Was ich was komisch finde, ne? Hier sieht es aus wie so ein Fachwerk. Wie so eine Fachwerkdecke, ne? Balken, wenn du hochguckst. Okay, also die Schattenbildung ist hier ein bisschen, die Spiegelung ist ein bisschen sehr blöde gemacht, finde ich. Okay, wir gucken mal. Yeah. Und yeah. So, kann ich mir die leisten? Scheiß drauf, ob ich mir die leisten kann. Ich kaufe sie trotzdem. Ach, jetzt ist das zu spät. 4.000 Dollar. So, einmal hinein. Ich freue mich immer auf alles Neues. So. Kühlschrank, Regal, Kühlschrank, Kühlschrank, Regal, Regal, Kühlschrank. Ach doch, so viel Kühlschrank. Okay. Okay, jetzt kaufe ich erstmal nur Kühlschrank. Parmesan. Ach Quatsch, ich kaufe alles. So, kaufen. Diese Creme, die könnte ich eigentlich zu dieser anderen Creme eigentlich stellen, ne? Und ich wüsste, wie viel von denen gekauft wird, ey. Das würde ich nämlich sagen, einmal leer machen. Aber die wird, glaube ich, gar nicht so viel gekauft, ne? Oh, was ist hier los, Jungs? Nee, ich glaube, die wird nicht so viel gekauft, komm. Wir machen hier einmal leer. Boah, was ist das denn? Kaviar oder was? Scheibenkleister, wollte ich gerade sagen. So, das passt noch weg. So, wo stellen wir das hin? Warte mal, das haben wir hier. Und ich würde sagen, das nehme ich auch hier raus. Weil das so wackelt, ne? Das geht mir so ein bisschen auf den Beutel. Das stört mich ein bisschen jetzt. Da so. Aber man sieht hier ganz dezent die
ich sag mal, wie so eine Art Fußleiste durchschimmern, ne? Na egal. So, das wäre das. Dann haben wir das schon mal eingehalten. Wartet mal, bevor ich das vergesse. Da werde ich gleich noch einmal kaufen. Ne? Genau, haben wir 24. Gut, das nächste. Was ist das? Onkel Tony. Der ist cool, Onkel Tony. Ja, ne, man weiß ja auch gar nicht, dass das, ne, und so. Ich sag jetzt keinen Namen. Und die Farbe stimmt ja auch fast. Onkel Tony Reis. Na Mensch, du. Das ist ja auch nicht schlecht, dann können wir sagen. Wartet mal, ich schmeiß die erstmal weg. Ich kaufe die nochmal. Onkel Tony. Naja, Onkel Tony. Ey, wo ist denn das jetzt? Da ist er. Ich muss das umräumen. Ich glaube, ich werde den Reis hier machen. Und das andere, was hier oben ist, werde ich auch alles hier wegnehmen. Ne, das werde ich auch hier reinschmeißen. Halt, wo war das jetzt? Hier. Dass wir hier mal ein bisschen... Das nehme ich auch hier weg. Das ist ja auch Rice. Der kommt dann hier und hier. Ja, warte mal, das war ja... Ne, das war ja eine kleine Packung. Da reicht ein... Warte mal, wir machen das so. Na, genau. Was sind denn die Kleinpackungen? So. Und dann nehmen wir diesen Rice auch noch. Warte mal, das ist ja auch. Haben wir jetzt viermal Reis schon? Meine Güte, wie viel Reis gibt es denn hier? So, den muss ich erstmal rausnehmen. Wegmachen. Wegmachen. So, haben wir. Ne? Jetzt haben wir hier mal Reis. Okay, nächsten Artikel. Käse. Brauchen wir den Käse. Da haben wir den Käse. Ich würde sagen, gleiches Prinzip. Habe ich jetzt den richtigen genommen? Ja. So, $7,26. Ich hoffe, dass das... Ich hoffe, dass ich das richtig mache. Weil ich glaube, da war doch nochmal Käse, ne? Ne, das ist Joghurt. Das ist Parmesan. War der? Hier unten. Ne, Quatsch. Warte mal, hier, da ist er. Ich glaube, ich nehme den hier raus, dann kommt da der andere Joghurt rein und die anderen, den Käse mache ich hier rein. Ne, dann mache ich den zum Beispiel da rein. Hier. Nehme ich ihn hier raus und stecke den da rein. Das ist sogar eine richtig super Idee, finde ich. Und dann mache ich hier gleich noch einen Price mit $6,26. Ne? So. Und dann haben wir jetzt... Oh, ich wollte gerade brüllen, alter Falter. Und hier haben wir diesen schönen Joghurt. Und den fromsen wir dann hier rein. Der kann weg. Ein Do-
$1,75. Was haben wir hier noch? Zucker. Meine Güte, aber was soll denn hier an Zucker verkaufen? Das ist aber nicht mehr normal. Da kommt denn der hin? Nein, der ist voll. Ha 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 ha. Wollt's gerade wieder, ne, Jung? Weil nix ist. So, $3,18. Das checken wir dann mal. Ob das passt mit dem Zucker. Sondern ich glaube, das war ja auch nochmal Zucker, ne? Der Name da, wenn ich das schon wieder sehe, ne? Das ist ja schon wieder. So, wartet mal. Macaroni, das ist Spaghetti. Nee, das ist Rice. Dann hätten wir das da. Ich glaube, ich werde das erstmal hier rein fromsen, oder? Weil das sind bloß so wenig Tüten. Ja, ich lasse das erstmal so. Perillo. Oh Gott, $2,55. Parillo, wenn ich das schon höre. So, mal gucken, habe ich überall Preise? Da habe ich einen Preis. Da habe ich einen Preis. Dann war das hier der Joghurt, habe ich auch. Was war das noch? Achso, hier einmal. Da habe ich einen Preis. Da habe ich einen Preis. Und dann war das hier beim Zucker noch. Da habe ich auch einen Preis. Ja, dann habe ich alles. Ach nee, wartet mal. Ich muss das ja noch einkaufen. So, wo haben wir den Joghurt? Da. Da kaufen wir dreimal ein. Dann hiervon noch? Nee, Quatsch, da habe ich ja schon. So, dieses Zeug. Dieses Zeug. Davon zwei. Davon zwei. Davon zwei. So, jetzt habe ich alles, ne? Ja. So, kaufen. Jetzt müssen wir Platz finden. Ja, ach Mist, ich wollte doch wieder runternehmen von den Dings. Ach, verdammt! So, Nudeln. Da oben haben wir die Macaroni. Dann würde ich sagen, hauen wir die Nudeln hier rein. Da hinten habe ich ja dann den Rice. So. Hier haben wir Zucker. Haben wir da noch einen Platz? Na, wenn wir hier keinen Platz mehr hätten, du, dann hätten wir ja gar keinen Platz mehr. So, hier haben wir den Käse. Den Joghurt habe ich ja auch noch, fällt mir gerade ein. Oh, müssen wir das so machen? Geht nicht anders. Guck, den Käse habe ich ja auch noch. Was? Es wäre hier dazwischen gequetscht. Ich sage ja, ich muss das Mehl hier weghauen. Ich muss das Mehl hier weghaben. Ich mache es erstmal da oben. Noch mehr Käse. Ich muss dann leider. Nee, warte mal, hatte ich den nicht schon? Oh, den habe ich doch schon hier. Was mache ich denn für einen Quatsch? So, jetzt wäre der Joghurt. Ich glaube, ich werde den Joghurt hier oben mit hin machen. Dann bräuchte ich noch ein neues Regal. Ah ja, hier habe ich noch eins. Dann haue ich den Joghurt mal hier unten hin. Ihn dann genauso. Ja, dahin. Nein, hör doch mal auf mit dem Quatsch, junge Frau.
So. Mal durch. So, so. Ne? Und dann können wir irgendwann, wie gesagt, das mit dem Mehl mal ein bisschen ändern. So, wir sind aber jetzt wieder bei 35 Minuten. Ich würde sagen, das reicht für heute. Ich räume morgen weiter mit ein und dann sehen wir uns morgen. Haut rein. Tschüssi.